Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Meine Haare sind gerade ein bisschen katastrophal. Heute ist Montag und ich wollte mal wieder ein bisschen vloggen. To be honest, passiert die Tage nicht so viel Spannendes. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich aus diesem Vlog hier so ein kleines What I Eat in a Day mache. Beziehungsweise What I Eat, Alter, meine Haare, ich muss gleich los. Die sind jetzt so zerzaust, weil ich war gerade draußen und es ist so windig. Beziehungsweise so ein What I Eat in a few days. Es ist keine ganze Woche, aber ich will so ein paar Tage euch mitnehmen, was ich so esse. Heute, der Tag hat relativ stressig angefangen. Deswegen habe ich absolut vergessen zu filmen, was ich esse. Heute Morgen gab es Schokomüsli und ein bisschen Nudelsalat eben zum Mittag von meiner Mama. Aber das waren nur noch die Reste von gestern, weil wir haben gestern gegrillt und es war sau lecker. Und sie hat mir nur noch so ein bisschen mitgegeben. Und das heißt, ich habe jetzt noch nicht so viel im Magen. Wir haben jetzt mittlerweile 3:30 und ich treffe mich jetzt seit langer Zeit mal wieder mit Steffi. Wir haben uns super lange nicht gesehen und es gibt ein bisschen was zu updaten und zu erzählen. Und dann gehen wir zusammen was essen und dann nehme ich euch mit. Und ansonsten zeige ich euch einfach den Rest der Tage, was ich so zu mir nehme. Leute, Zwischenstand. Ich bin gerade bei Hannah, die ist gerade noch an ihrem Auto und saugt es gerade. Ich dachte gerade, was ist das? Aber Nala trinkt. Und saugt es gerade aus. Und ich habe mir gerade noch ein Hip-Gläschen geholt. Das Thailändisch war sehr, sehr lecker. Das war nicht so satisfying, weil wir gehen normalerweise immer zu einem anderen. Und die, wo wir waren, die machen immer nur so, die gönnen nie so mit den Nudeln. Und deswegen bin ich nicht so satisfied. Und deswegen gibt es jetzt noch ein Hip-Gläschen. Mit Fruchtgetreide, Apfel, Banane und Babykeks. Ich habe mich an der Schlange ein bisschen weird gefühlt. Vor allem haben da so viele gerade Babysachen geholt. Und ich hatte nur Nana dabei, aber ich esse das ja auch selbst. Morgen, Leute. Wie man sehen kann, bin ich gerade aufgewacht bzw. aufgestanden. Und ich muss sagen, ich habe direkt ein bisschen Hunger bekommen. Deswegen gibt es jetzt Breakfast und ich esse das gleiche Müsli wie gestern. Das ist dieses vitales Knuspermüsli und ich esse es so gerne, vor allem wenn es schnell gehen soll. Und wenn ich einfach Bock auf süß habe, dann ist es irgendwie mein Way to go morgens. Und ich packe dazu immer Rosinen mit rein. Ich weiß nicht, warum die jetzt blaue Weinbeeren heißen. Ich dachte immer, es heißt einfach Rosinen, aber irgendwie, ja, sind es halt Rosinen. Das ist jetzt mein Breakfast. Und dazu gibt es den Rest an dieser Milch. Ich weiß gar nicht, wie viel da noch drin ist. Ich hoffe, es reicht. Weil dann nimmst du echt, oh shit, es reicht genau für eine Schüssel. Also ich trinke gar keine normale Milch mehr. Egal, ob jetzt hier einen Kaffee oder für Müsli oder so. Oder zum Kochen, whatever. Ich benutze immer die. Ich finde die mega gut. Und so sieht mein Frühstück aus. Meine Mama war bei mir jetzt hier gerade duschen und ich habe absolut vergessen, der fällt ungefähr zum 8. Mal was runter. Immer das Gleiche, die blinde Zahnseite. Auf jeden Fall sitze ich hier mit meinem neuen Freund. Der Klimaanlage. Auf jeden Fall habe ich vergessen zu zeigen, dass ich mir noch Nudeln gekocht habe vorhin. Dementsprechend merken wir uns einfach einen Teller mit Nudeln und Pesto und meine Haare sehen auch richtig gut aus. Aber es ist schon rausgewachsen, sehe ich gerade, die Farbe. Auf jeden Fall ist meine Mama hier, ich würde sie euch jetzt zeigen, aber die zieht sich gerade an. Und wir werden jetzt zusammen was kochen. Wir haben jetzt auch schon abends und das wird dann unser Abendessen. Und zwar haben wir wieder bei HelloFresh bestellt und wir machen ein Gericht. Ich habe 3 Gerichte noch hier und wir müssen uns jetzt eins aussuchen. Und ich bin ganz klar für das hier. Genau, Orzo, wie spricht man das aus? Ist das eigentlich griechisch? Und dann hätten wir noch das, Blumenkohl und Dalsoße, aber ich habe nicht so Lust auf Kartoffeln. Und Penne, Cashew, Tomatensoße auch geil, aber ich habe nicht so Bock auf Nudeln, weil ich habe vorhin Nudeln gegessen. Deswegen machen wir das. Also meine Mama hat sich wieder als Aufgabe genommen, ein bisschen aufzuräumen. Deswegen werde ich jetzt schon mal anfangen mit dem Gericht. So, wir brauchen Nummer 23. Das haben wir hier. Ist schon ein bisschen gerissen. Wir haben hier diverse Soßen. Das Gute ist, wir brauchen nichts selbst einkaufen, deswegen passt das perfekt. Wir haben Gurke, sehr viele Tomaten, Knobi. Das Gute bei HelloFresh ist, dass ihr zu jedem Gericht das gesamte Rezept dazu bekommt. Und das sieht dann eben so aus, da habt ihr die Nährwerte. Ihr habt alles Step-by-Step hier stehen, weil ohne würde ich es wahrscheinlich auch überhaupt nicht hinbekommen. Und wir fangen jetzt mal an mit den Nudeln, dass ich die koche. Meine Mama ist gerade nochmal mit Nala Gassi. Die Garnelen habe ich schon in die Pfanne gegeben, damit die auftauen. Und jetzt müssen wir das Wasser aufsetzen. Und in der Zeit werde ich dann ein bisschen Gemüse schnibbeln. Und das Dressing machen. Das wird auch wieder was ohne Pürierstab, aber ich habe ja den Mixer. Und dann haben wir den Salat. Thank you.
Ich habe die Gurken jetzt so geschnitten, auch wenn hier stand in, hier, die Löffel herausschaben, genau, die Kerne. Siehst du das? Die wollen das püriert haben. Tomatenpesto, Olivenöl, mhm. Gurken, ach so, die Gurkenkerne. Hm. Wir können aber ein paar rausholen. Ach, stimmt. Nee, und das ist aber auch tatsächlich nicht mal das größte Problem. Was ist das größte Problem? Das Bild. Der Pürierstab. Das macht nichts. Da machen wir, wir müssen das mit einer Gabel. Das kriegen wir hin. Okay. Du brauchst keinen Pürierstab. Naja, gut. Schon. Dann löffeln wir in eine Schale. Warte, Improvising. Das geht nicht ab. Bei meiner Tochter geht das nicht ab. Das wird aber abgemacht. Durch mit Mama, dir. Das ist aus Griechenland. Ja, aber das wird trotzdem so gemacht. Das ist der fertige Salat. Ich finde, der sieht so gut aus. Wir haben jetzt auch ein bisschen, sagt man Oregano oder Oregano? Chris. Aber man darf es ja gar nicht warm essen eigentlich. Ja, weil du es gut vorbereitet hast. Aber wir wollen es jetzt mal warm probieren, ob es auch warm geht. Obwohl. Geil. Ich finde es auch warm, richtig mhm. gut. Hast du jetzt den Oregano? Oregano drauf. Mhm. Oh, lecker. Aber es ist lecker. Mhm. So, mein Teller ist schon mal leer. Meine auch gleich. So sieht's aus. Meine Mama ist noch ein bisschen dabei. Also ich sag, es ist eine 8 von 10. Aber mhm. ich sag ehrlich, ich bin ein größerer Fan, wenn es kalt ist. Weil dann sind die Tomaten nicht so lauwarm. Und dann passt auch dieser Joghurt-Dressing besser dazu. Aber wir haben vergessen, Joghurt reinzumachen. Genau, richtig. Aber mit Joghurt kann ich es mir auch mhm. richtig gut vorstellen. Aber ich würde es immer noch so on top machen, nicht so reinmischen. Mhm. Weißt du, dass man so... Ja, genau. So, wie gesagt, das Essen war sehr, sehr lecker. Meine Mama ist eben gegangen. Wir haben jetzt noch zusammen aufgeräumt. Und ich werde euch nochmal den Code hier hinschreiben. Und ich werde euch nochmal alles in der Infobox verlinken. Mit meinem Code spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. Und in Österreich 130 Euro. Und in der Schweiz könnt ihr auch sparen. Und zwar 140 Schweizer Franken. Mein Code ANSO ist für alle Neukunden gültig. Und für alle, die vor über 12 Monaten mal gekündigt haben. Und ihr bekommt auch auf eure erste bestellte Box kostenlosen Versand. Also es lohnt sich. Und ich muss euch sagen, gerade im Sommer, finde ich, ist es eine sehr, sehr nice Alternative. Wenn man nicht so viel Lust hat auf Einkaufen gehen, auf lange Gerichte. Ihr habt Gerichte, die ihr unter 30 Minuten zubereiten könnt. Es gibt für jeden was bei HelloFresh, egal ob vegetarisch, ob ihr Fleisch esst oder je nachdem auch wie viele Personen ihr in eurem Haushalt seid. Deswegen lohnt es sich, egal zu wie viel man isst, sich so eine Box zu bestellen, weil es halt einfach perfekt portioniert ist. Ich habe jetzt extra für 2 Personen bestellt, weil ich einfach wusste, dass ich das mit meiner Mama oder Hannah oder so essen werde. Aber wenn ihr auch zu dritt, zu viert seid, das für eure Family bestellen wollt oder mit eurem Boyfriend, Girlfriend zusammen wohnt, es lohnt sich. Und ich glaube, gerade im Sommer haben wir alle nicht so Bock, in der Küche zu stehen und lang zu kochen oder einkaufen zu gehen. Und man hat einfach sehr viel Aufwand und Energie, die man sich spart. Deswegen probiert es gerne mal aus und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet. Und ich sage euch ehrlich, bis jetzt hat mir noch kein einziges Rezept von HelloFresh nicht geschmeckt. Und das sage ich euch komplett ehrlich, ich fand alles lecker. Und ich finde auch gerade die vegetarische Auswahl sehr, sehr gut, weil ich mir eigentlich nie was mit Fleisch bestellt habe und es mich nie enttäuscht hat. Deswegen schaut gerne in die Infobox, ich packe euch da den Link rein. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen und werde mich dann wahrscheinlich schon direkt abschminken. Wobei vielleicht, ich hatte eigentlich auch Lust, vielleicht nochmal live auf Insta zu gehen. Aber irgendwie bin ich auch irgendwie in der Mut, mich jetzt schon abzuschminken. Kennt ihr das, wenn Make-up einfach so nervig ist und man irgendwie keine Lust mehr hat, so Make-up auf der Haut zu spüren? So ein Moment ist gerade, aber irgendwie denke ich mir auch, ich will es jetzt nicht verschwenden, weil ich es noch nicht so lange drauf hatte. Ich glaube, sehr viele Leute, die sich schminken, kennen diesen Zwiespalt. Aber es ist halt jetzt auch schon 7:45. Oh mein Gott. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Vor allem, ich werde jetzt die neue Folge Ex on the Beach schauen. Die ist rausgekommen und ich habe sie noch nicht geguckt. Und ich bin hyped. Es ist Zeit für Dessert.
Und es gibt, oh mein Gott, warum ist es hier nass? Ah, nee, ist meine Hose, oh mein Gott, ich dachte gerade. Auf jeden Fall Schokoreiswaffeln und Brezeln mit Schokolade, die sind so lecker. Gibt es übrigens bei DM. Und das ist mein Snack. Es ist der nächste Morgen und ich habe mir erstmal so eine Maske von Typology drauf gemacht, weil meine Haut ist an den Wangen gerade nicht gut. Und deswegen habe ich diese, ich zeige die euch. Ich habe die euch schon mal gezeigt. Und zwar ist es diese Maske von Typology, die ich drauf habe. Und ich habe die jetzt nur auf der Wangenpartie. Und ich bin auch noch in meinem Schlabberlook. Ich habe heute den ganzen Morgen mein Video geschnitten. Und mein Frühstück bestand aus den Resten von gestern Abend. Und damit meine ich nicht den Salat, sondern diese Brezeln. Es ist wirklich, also durch dieses Video zweifle ich wieder ein bisschen meine Ernährung an. Ich war auf jeden Fall mit Nala eine große Runde noch spazieren und dann hatte ich einen Call mit meinem Management, beziehungsweise mit Paulina aus meinem Management, weil René ist im Urlaub, Shoutout. Und wir haben ein bisschen gequatscht und jetzt haben wir schon 2:30 und ich treffe mich nachher noch mit Steffi. Ich muss jetzt noch ein paar Rechnungen machen und ein paar Steuersachen. Das ist jetzt auf jeden Fall amazing. Aber ich bin soweit gut durch mit den To-Dos. Ich mache mich gleich auch ein bisschen ready und mache aus mir einen Menschen und das sieht irgendwie legit aus, als hätte ich einen Bart. Auf jeden Fall habe ich jetzt Hunger, weil diese Brezeln alleine haben mir natürlich nicht gereicht. Und deswegen esse ich jetzt den Salat von gestern. Ein bisschen was davon. Ich denke mal nicht, dass ich alles essen werde. Vielleicht gehe ich nachher mit Steffi noch essen und heute Abend bin ich wahrscheinlich im Kino. Und da werden dann auch Nachos gefoodet. Ich liebe Nachos mit Käsesoße. The best. Ja, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich mit Steffi noch was Richtiges essen, aber ich weiß nicht, wann wir uns treffen, weil die muss auf Handwerker warten irgendwie. Ja, und solange schnabuliere ich jetzt ein bisschen Salat. Wir haben ja gestern schon gesagt, dass der wahrscheinlich kalt besser schmeckt. Ich mache jetzt mal hier den kalten Taste-Test. Ich weiß nicht, ob ich Garnelen kalt, also so kalt aus dem Kühlschrank kalt feiere. Mhm, schmeckt geil. Schmeckt sogar noch geiler. Ja, und dabei schaue ich jetzt ein bisschen YouTube. Und dann mache ich mich mal fertig. So Leute, das, was ihr gerade gesehen habt, war mein Frühstück / Mittagessen. Ich war gestern ja im Kino und ich habe einfach vergessen zu filmen, was wir gegessen haben. Aber es waren, wer hätte es gedacht, Nachos und Popcorn. Sonst habe ich nichts mehr gegessen. Ich hatte nämlich gestern, ich habe schon auf Insta erzählt, so Bauchkrämpfe. Deswegen habe ich auch nicht mehr gefilmt. Ich weiß nicht, was es war. Und ich habe jetzt das Gefühl gerade, dass ich wieder Bauchschmerzen bekomme. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich vielleicht auch irgendwie eine Glutenunverträglichkeit habe, wie Hannah oder so. Weil ich habe jetzt Brot gegessen und es fängt jetzt wieder an, dass ich Bauchweh habe. Deswegen muss ich eigentlich mal so einen Test machen. Auf jeden Fall schneide ich jetzt das Video fertig. Und ich weiß gar nicht, ob es so spannend für euch war. Aber es war eine sehr, sehr realistische Version. Weil ich habe jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich wirklich ein bisschen mehr darauf achten muss, was ich wie esse. Vor allem esse ich halt voll oft keine richtigen Mahlzeiten. Zumindest war es in den letzten Tagen so. Ich habe halt immer wieder so gesnackt. Und irgendwie so immer hier und da was gegessen, wie man gesehen hat. Aber dafür war es realistisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr öfter Lust auf solche Videos habt, what I eat in a day oder in a week, dann schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen oder wenn ihr mich einfach supporten wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann. Bye.